Wie gesagt, die Kürbisse brauchen dann 4 Stunden. Der Raps braucht, glaube ich, 35 Minuten. Ich glaube, eigentlich ist der Raps wahrscheinlich sogar besser. Ich weiß halt nicht, wie viel die Kürbisse dann insgesamt bringen. Habe ich auch eine falsche Pflanze hingepflanzt. Hier sollten die Kürbisse hin. Egal. Mich gleich ein. Okay, da komme ich nicht hin. Oh. So, hallo Kügelchen. Wir haben das Bildpad komplett. Finde exklusive Erinnerungsstücke bei der Gartenarbeit. Kochen. Von Kleintieren. Nach Dunn. Beim Blumengießen. Ja, beim Blumengießen findet man so einiges, ne? Achso, Dreamland habe ich ja noch. Tausender. Finde halt vor allem die Kleider, die die ganzen weiblichen Charaktere einem geben, irgendwann so toll. Wir müssen unbedingt Quests machen. Sieht aus wie aus Rapunzel. Findest du? Ja, gut, doch ein bisschen, ne? Ich glaube, es gibt sogar ein Kleid, was noch ähnlicher ist. Ich könnte die Haare auch blond machen. Jetzt mach doch mal eher. Sag mal. Oh. Jo. Jetzt Kürbisse. Kann sich nur um Stunden handeln. Hier glaube ich auch nicht das ganze, den ganzen Garten damit voll. Egal. So, dann mache ich da tatsächlich Raps hin. Also manchmal habe ich das Gefühl, der Charakter braucht so eine Denkpause, so. Warte, muss ich da jetzt hin oder muss ich da nicht hin? Ich weiß, es ist unglaublich spannend. Also wie gesagt, hauptsächlich machst du ja in dem Spiel wirklich craften, sammeln. Sammeln,
craften. Und ja. Ne? Ein paar Quests für die Disney-Charaktere. Ist wirklich vergleichbar mit Stardew Valley und Animal Crossing. Jo. So, Kürbisse sind gleich aufgebraucht. Und dann können wir den Rest mit Raps auffüllen. Wie gesagt, der Raps geht halt auch vergleichsmäßig schnell. Müssen wir meistens 2 bis 3 Mal gießen. Es sei denn, es kommt endlich mal Regen. Spiel, das war eine Aufforderung. So Dauerregen wäre jetzt mal ganz schön. Aber das Glück habe ich nicht. Das ich glaube, das Spiel hasst mich in dem Punkt. Will mir einfach keinen Regen schenken. Ich glaube, es hat bisher auch nur 2 Mal geregnet. Zumindest wenn ich gespielt habe. Ich hasse es nämlich selbst zu gießen. Gießen ist grauenvoll. Nein! Komm, das Feld hier schaffen wir noch kurz. Danach esse ich wieder was. So. Pass auf, und das andere Feld können wir jetzt wahrscheinlich auch schon wieder gießen. Sag ich doch. Alter. Man ist eigentlich nur mit Gießen beschäftigt. So ein richtig schönes Unwetter. Spiel? Unwetter? Wie wär's? Muss ich nicht gießen. Ja gut, wir müssen es mal so sehen. Mini steigt dadurch schneller auf. Dann müssen wir nur noch Prinz Erik finden. Wer weiß, wann wir den kriegen. Wahrscheinlich ganz am Ende. Der Endgegner. Ich bin schneller als wie es vertrocknet. Hoffe ich.
Nein, bin ich nicht. Sag mal. Ey! Okay, das hole ich nicht mehr ein. Das war knapp. Jo. Und die letzten zwei. So, jetzt haben wir Zeit für Quests. Jo, für Goofy haben wir noch die Fotoquest. Ich brauche noch Möhrchen. Ich habe bald keine Möhrchen. Ich brauche einmal fix Möhrchen. Möhrchen, 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 Möhrchen. Möhrchen. Ich brauche Möhrchen. So. Die waren hier drin? Genau. Nein! Fetch. So meinte ich mal. Jetzt. 11 Möhren sind zwar etwas zu viel, aber egal. Weil ich will das eine Kaninchen haben. Ich glaube, das habe ich auch bisher noch nicht einmal gefüttert. Hallo, Maui. Dir ist klar, dass du mit mir sprechen willst. Nö. Wo ist das andere denn? Ich habe hier so viele Hasen. Ich glaube, du bist es. Ich level mal ein wenig mein Lala. Wenn das ist, weiß ja, wie man mich erreicht. Alles klar, Kitty. Dann viel Spaß. In der FF müsste ich eigentlich irgendwann auch mal wieder rein. Ja. Meine Aktivität in FF ist zurzeit nicht gerade groß. Ich lasse es zurzeit etwas schleifen. Das ist schön. Aber noch nicht in der Sammlung drin. Erst einmal gefüttert. Dann kann ich einmal verkaufen. Hey, du! Schön. So. Schillerner Strand. Wie gesagt, ich muss jetzt immer mal... Ach, da hinten habe ich eine Pflanze vergessen. Egal. Ich muss mindestens eh noch einmal gießen. So. Nachtdorn können wir ja auch einmal direkt entfernen. Stufe 8. Juhu, wir haben das Bett. Wie gesagt, für die Kleider und sowas müssen wir leider noch Quests erfüllen. So. Ich bin einmal dran vorbeigerannt. Hier ist er. Und das zählte sehr gut. Goofy ist wo? Da. Hi. Sieht ihr all unsere schicken Bilder in unserem Sammelalbum an. Dadurch fühlt es sich richtig offiziell an. Ich glaube, unser Sammelalbum ist fast vollständig, aber irgendwas fehlt noch. Ganz ein Aufkleber? Das ist eine nette Idee, aber ich meinte etwas noch Spezielleres.
Du und ich, lass uns ein Selfie von uns beiden machen. Sollte das vergessen, jemals zurückkehren, würde ich unsere Freundschaft nicht vergessen wollen. Oh, und lass uns ein repräsentatives Foto machen. Das bedeutet, dass du dir auch einen Hut besorgen musst. Mein Lieblingshut ist ein Hut für jeden Tag. Setz mir einen Hut auf, der perfekt für unser gemeinsames Foto passt. Also, ich brauche einen Hut. Nein! Ich will ein Waschbären mitnehmen. Hüte. Einen Hut. Das passt halt so gar nicht, aber egal. Das ist sogar ganz cool geworden. Na, wie geht's? Oh, das ist ein klasse Hut. Genau, was unser Sammelalbum braucht. Es freut mich, dass wir diese Erinnerung mit einem Foto eingefangen haben. Wir können noch mehr Erinnerungen für unser Sammelalbum festhalten. Das ist es doch, was das Leben ausmacht, nicht wahr? Erinnerungen schaffen. Rufi, bleib mal stehen. Du hast wirklich tolle Fotos gemacht, Herr Daria. Unser Sammelalbum sieht richtig professionell aus. Mir ist allerdings aufgefallen, dass etwas Wichtiges fehlt. Kannst du mir helfen? Klingt nach Spaß nicht. Ich denke folgendes. Wir haben Bilder von Pflanzen, Kleintieren und Wahrzeichen. Und sogar ein Bild von uns. Uns fehlen Bilder von den anderen. Ich will Fotos meiner besten Freunde, Donut und Mickey, hinzufügen. Du solltest Fotos von Leuten, die du magst, hinzufügen. Meinetwegen. So. Ich brauche noch Stoff. Stoff brauche ich noch. Wo hat man denn nochmal... Ja, und dafür brauchte ich nochmal Baumwolle, sonnige Ebene. Ach so, und diesen schrecklichen Hut einmal bitte runter. Nein. Gut. Jo. Weil viel Baumwolle habe ich halt gerade nicht, ne? Sei gegrüßt. Brauche ich denn hierfür 7500? Machen wir fix. Und was brauchen wir für die nächste Stufe? 15.000. Okay. Bauen wir das auch nochmal aus. Ja, aber außer Baumwolle, die ich mir da selbst kaufen muss und anpflanzen muss. Ich brauche halt eigentlich nur noch einen Stoff. Gut, ich weiß, wie ich auf die andere Seite komme. Ich glaube, auf der anderen Seite gab es noch Baumwolle. Das bin ich nämlich gestern durch Zufall drauf gestoßen. Mir erst gar nicht aufgefallen. Ich wollte eigentlich nur zurückgehen und plötzlich war ich auf der anderen Seite. Und zwar, wenn ich hier runtergehe. Heizung, könntest du bitte wärmen? Das wäre super. Ich meine, hier hätte ich dann irgendwo noch was entdeckt, wenn ich sie schon aufgesammelt habe. Versuche immer mich dazu zu überreden, Käfer zu essen. Ich habe Timon gesagt, dass mir Brot oder Bananen lieber sind. Er besteht darauf, dass ich nur einen Käfer probieren müsste, um zu sehen, dass... Um zu sehen, was? Okay.
Geht auf jeden Fall zum Timon und Pumba. Ich nehme hier einfach alles mit. Und 37, so. Muss einmal kurz überlegen. Ja, komm. Da liegt auf jeden Fall Baumwolle. Okay. Kriege ich eh nicht alles. Nö. Wie ich das anstelle, sowieso nicht. Oh doch. Nice. Oh, das Schlimmste ist, für die Vögel brauche ich unterschiedliches, glaube ich. Ist mir nämlich aufgefallen, braucht die unterschiedliche Sachen. So, ich muss einmal kurz Lugi Lugi machen. Den tut ja nichts, ne? Nee. Nein. Und zwar will ich einmal wissen, was ich nochmal für die einzelnen Viecher brauchte. Ja, Kaninchen weiß ich, Nektarvogel. Goldener, Orchideen, roter, Smaragd, Türkis. Woher weiß ich jetzt? Okay. Was ist das für einer? Das müsste dann der rote sein. Guck einfach mal. Ich glaube, es war richtig. Was bist du für einer? Das ist nicht ganz so ersichtlich. Es ist Smaragd nicht. Smaragd wäre ja grün. Warte mal. Kann ich das hier einsehen? Ah, das ist der goldene. Gut, das hier war auf jeden Fall richtig. Okay, goldener. Das heißt, ich brauche eine Sonnenblume. Habe ich sogar. Hier. Okay. Das heißt, die Viecher habe ich für heute gefüttert. Es wird ewig dauern, bis ich die zusammen habe.
Bei denen waren es ja Hummer. Die sind alle heute noch nicht da. Die Viecher habe ich auch noch nicht gefunden. Den hier halt auch noch nicht. Den ganzen Tag. Was brauchten denn die Füchse? Meister Stör. Okay. Money, money, money. Aber mehr Baumwolle habe ich jetzt hier auch nicht gefunden. Kommen wir noch nicht rein. Das sieht ja perfekt. Ich gehe aber mal nicht von aus, dass das gereicht hat. Inventar ist voll. Nicht so einfach. Baumwolle. Hier werde ich so kein Baumwolle mehr finden. Schau ich einfach mal. Okay, 5 Baumwolle brauche ich. Ich habe 2. Kirschen. Sind die okay, so. So. Das bleibt drin. Das kommt hier hin. Wobei, davon brauche ich ja ein paar. Nehme ich also mal mit. So, das kommt damit hin. Den Rest brauche ich. Jetzt muss ich erstmal nur die Baumwolle anpflanzen. Erstmal Baumwolle anpflanzen. Oh Gott.
Ja, doch einfacher, wenn ich es einfach kaufen könnte. Nein, geht ja natürlich nicht. Nee, leider nicht. Ich muss das leider alles selber machen. Ich sollte mir aber bald mal mein Essen bestellen, ne? Eventuell. Ich glaube, ich vergesse es sonst. So. Und hier kommt jetzt Baumwolle. Oh, hallo Luna. Es hat gerade fast 5 Minuten gedauert, um den Chat zu laden. Ich wollte aber trotzdem kurz Hallo sagen. Oh, lieb von dir. Doofes Internet. Doofes, doofes Internet. So. Okay, die Aufgabe geht nicht. Ich weiß, ich sollte mich erstmal auf 1 konzentrieren. Bevor ich alles andere mache. So. Ich mache erstmal Goofies. Hallo? Okay. Mache Fotos von Dorfbewohnern sowie von Donut und Mickey. Alter, die wollen alle nicht gucken, ne? Die wollen alle einfach nicht mit das Foto. So, wo ist Donald? Komm, von Maui machen wir auch eins. Hey, du Zwerg, hilf mir mal. Okay. Das führt sich halt fort, ne? Dir ist klar, dass du mit mir sprechen willst. Dir ist klar, dass du mir deinen Rücken zugedreht hast beim Foto. Donald ist da hinten auf der sonnigen Ebene. So, 4 von 6. Ja, richtig tolle Gegend. 2 Leute brauche ich noch. Elsa. Doch mal ein schönes Foto. Komm, und ich nehme Wally da hinten noch. No. Schön, dich zu sehen. Wow, sieh die alle an. Unsere Freunde machen das Sammelalbum zu etwas ganz Besonderem, nicht wahr? Hui, ich denke, es ist Zeit, es den anderen zu zeigen. Meinst du nicht? Absolut. Gut, dann überlasse ich es dir, einen schönen Platz dafür zu finden. Ich rufe alle, damit sie es sehen können. Okay. Wir sehen uns. Nice. Dein Lieblingsplatz im Dorf. Müsste aber eigentlich dann ja auch wind- und wettergeschützt sein.
Eigentlich. Anna, was tust du dahinter? Nee, das ist doof. Kommt's dahin? Toll, und ich mach die Augen zu. Oh Gott, okay. Aber er hat auch mal so null in die Kamera geguckt. Jetzt, wo wir das Sammelalbum angelegt haben, habe ich keine Angst mehr, etwas zu vergessen. Hier, warum behältst du es nicht? Ich weiß, dass du gut darauf aufpassen wirst. Ich kann nur meinen Hut vor dir ziehen, Adaya. Du hast einen tollen Job gemacht. Hey, weißt du was? Ich schenke dir sogar meinen Hut. Also, danke schön für deine Hilfe mit dem Sammelalbum. Keine Sorge, ich habe einen in Reserve. Okay, bei ihm haben wir jetzt alle Aufgaben fertig. Bei Goofy sind wir durch mit den Aufgaben. Der hat jetzt keine mehr für uns. Da haben wir jetzt alles gekriegt, was wir kriegen konnten. Ja, danke. Ich weiß, wie das Wetter draußen ist. Gut. Dann. Wenn ihr eine neue Aufgabe gebt und spreche mit ihm. Okay. Zitronen, Knoblauch. Das wäre auch seine letzte Aufgabe, ne? Von Remy. Ja. Da kriegen wir dann nämlich das Ding. Das wäre auch Remys letzte Aufgabe. Mache ich das mal. Gereinigte Nachtscherben für das Rezept. Bin ich jemand, der die gereinigten Nachtscherben in Pulver verwandeln kann? Merlin? Der ist irgendwo im Kaufhaus. Wie sieht es mit den Pflanzen aus? Hm. Baumwolle macht Mucken. Wie wär's mit einem kleinen Plausch? Einen Moment, bitte. Ich Hi. Brauche deine Hilfe. Nein. Merlin? Danke. Jetzt komm schon. Uns erwartet viel Arbeit. Okay. Das war's. Genau dich wollte ich sehen. Ich habe mir eine Möglichkeit ausgedacht, deine Gießkanne weiter zu verzaubern. Damit solltest du in der Lage sein, die großen lästigen Pilze zu entfernen. Wird allerdings einiges Arbeit erfordern. Bist du bereit? Yep. Das ist die richtige Einstellung. Das erste, was wir brauchen, ist gereinigte Nachtscherbenpulver. Die Scherben sind sehr hart, aber wir müssen sie zerkleinern. Kennst du jemanden, der gut im Zerkleinern von Dingen ist? Ich kenne einen kleinen Roboter, der Dinge zerkleinert. Du meinst Wally? Ja, er sollte helfen können. Sprich sobald wie möglich mit ihm darüber. Ich hätte es selbst nicht besser hinbekommen. Okay. Verflixt und zugenäht. Ich fürchte, ich kann mich ja nichts mehr erinnern. Es tut mir leid, Adaya. Dagobert. Ich habe die Karte wieder zusammengesetzt. Wo es einen Schatz gibt, gibt es meist noch mehr Schätze. Ich gebe dir einen Anteil am Gewinn, wenn du mir hilfst. Okay, ich bin soweit.
Reicher zu werden ist immer aufregend. Obwohl ich die Karte zusammengesetzt habe, hat sie eine Art magische Inschrift, die ich nicht lesen kann. Geh zu Merlin, er wird wissen, was zu tun ist. Ich war gerade doch bei ihm. Oh. Freundlichen Dank. Sei gegrüßt, nein, das ist, nein. Ah, komm. Die hat nur 480 gekostet. Da bist du ja. Eine magische Karte, hm? Ja, ja, zeig sie mir. In der Tat, solche Inschriften habe ich schon mal gesehen. Mit dem richtigen Zauberspruch sollten wir sie lesen können. Higitus, Pigitus, Digitus, so. Die Inschrift besagt, nur wer die Brille der Schatten benutzt, findet, was hier und dort verborgen ist. Finde die Schlüssel und vervollständige sie, damit du den Schatz in den Händen halten kannst. Brille der Schatten? Ich erinnere mich an, dass Dagobert so etwas Ähnliches aufbewahrt, als das Vergessen geschah. Du solltest ihn danach fragen. Die Schlüssel? Ganz genau, es scheint, dass du zwei Teile desselben Schlüssels finden und ihn irgendwie reparieren musst. Ein weiteres Rätsel. Keine Sorge, die Magie ist voller Geheimnisse und Rätsel, die ihr zu lüften gibt. Nimm die Karte zurück und konzentriere deine Magie auf sie. Sie wird dir ihre wahre Bedeutung offenbaren. Ich werde aber einmal ganz kurz mein Essen bestellen. Wie ich schon sagte, fragte Dagobert nach der Brille der Schatten. Vielleicht erinnert er sich an etwas. Okay. Danke, sehr freundlich von dir. So. Dann nehme ich einmal. Ich hatte mir das, glaube ich, sogar alles schon in den Warenkorb gepackt, wenn er nicht gelöscht worden wäre. Das ist ganz so, ganz toll. Danke. Danke, App, für nichts. Dann muss ich mir alles wieder neu zusammenstellen. Jo. Ist auch immer ganz toll, wenn man dann die 30.000 Sachen noch hinzufügen darf.